Johannes, jünger Jesu. Es ist schon lange her. Es war am Abend vor der Kreuzigung. Wir saßen alle zusammen im Obergemach eines Hauses in Jerusalem. Jesus schaut uns alle an. Ich habe mich so gefreut, das Passamahl mit euch zusammen zu feiern, ehe ich leiden muss. Leiden? Wir hatten keinen blassen Schimmer, von was er sprach. Jesus nahm das Brot und gab es uns und sagte, esst, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut es immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. Wir hatten keine Ahnung, von was Jesus sprach. Und dann nahm er den Kelch und sprach ein Dankgebet und sagte, trinkt. Trinkt. Ich werde keinen Wein mehr trinken, bevor nicht Gott sein Werk vollendet hat. Einige aßen und tranken sofort wie Petrus. Ich brachte keinen Bissen herunter. Jesus würde sterben. Als der Kelch wieder bei Jesus war, dann fügte er hinzu. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes. Besiegelt durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Menschensohn wird zwar sterben, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Dieser Verräter ist unter uns. Jesus? Jesus verraten? Wer würde Jesus verraten? Einer von uns? Plötzlich stand Judas auf und rannte raus. Jesus nahm mich in den Arm und sagte, Johannes, ich werde sterben, damit du lebst, damit ihr alle lebt. Ja, guten Abend. Genau, Jesus, der letzte Satz von Jesus. Ich werde sterben, damit du lebst, damit ihr alle lebt. Das kennen wir. Danke vielmals. Wir kennen die Aussage von Jesus ganz gut. Und heute Abend geht es um das erste Thema in dieser Hashtag-Jesus-Serie. Frei von Schuld. Und was Jesus hier hat gemacht, der Jünger, er hat sie eigentlich in dem Moment, wo er ihnen das Brot hat gegeben und wo er ihnen den Becher hat gegeben, hat er sie freigesprochen von Schuld. Er hat gesagt, als der Kelch ist zurückgekommen, Gott macht einen neuen Bund mit uns, mit euch. Heute, ab heute gilt der neue Bund. Und der neue Bund, der heisst, ihr seid frei von Schuld. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Jünger gar keine Ahnung haben in dem Moment, was das eigentlich für ihr Leben bedeutet. Dass sie frei sind gesprochen in dem Moment von ihrer Schuld. Und ich lese jetzt gerade im Alten Testament und das ist so spannend, weil ich eigentlich gedacht habe, das Alte Testament ist dann mega langweilig im Gegensatz zum Neuen Testament. Und dann habe ich aber aufs Herz bekommen, wirklich das Alte Testament mal zu lesen und habe gestartet von vorne und jetzt bin ich in dieser ganzen Exodus-Geschichte von Mose, wo er das Volk Israel durch die Wüste führt. Und wenn mich etwas fasziniert, dann ist es, also fasziniert, auch fast extrem dünkt, wie krass das ist, wie viel das Menschen müssen opfern zu dieser Zeit noch, wo Jesus noch nicht gekommen ist, dass sie ihre Sünden können sühnen. Also, das ist unglaublich. Das war ein richtiger Schlachthof in diesem Allerheiligsten. Das ist wirklich unglaublich für die Kleinsten, in unseren Augen, für die kleinsten Sünden mussten sie opfern. Gott hat das sehr, sehr genau genommen. Und wir nehmen dann zusammen noch durch, warum er es so genau hat genommen.
Und ich habe einfach wieder einmal gemerkt, wie wichtig dass es Gott war, dass die Menschen ihre Schuld, dass er sie vergeben kann, indem dass sie ihm opfern, damit er Gemeinschaft haben mit den Menschen. Es war ihm unglaublich wichtig, dass er unter ihnen leben kann. Und dann, wenn wir aber die Geschichte weitergehen von Israel und weitergehen zum Jesaja und bis zum Neuen Testament her, merken wir, dass das Volk, wir haben es überhaupt nicht auf die Reihe gebracht. Gar nichts. Also, Menschen haben Gott nicht können gefallen. Mehr. Sie sind in einer gefallenen Schöpfung gelebt und sie waren so herausgefordert gewesen, dem Bösen mehr zu dienen, als Gott zu dienen. Und Gott hat etwas Unglaubliches gewählt, nämlich die Erlösung von uns Menschen. Er hat eigentlich an einem widerspenstigen Volk hat er gesagt, ihr habt es nicht verdient. Nicht wegen euch, sondern weil ich einen Bund habe geschlossen, irgendwann, vor langer Zeit mit dem Abraham, und ich halte diesen Bund und ich höre nicht auf, diesen Bund zu haben. Und dieser Bund ist bis heute gültig, dass wir frei sein können von unseren Schulden. Und ihr habt es jetzt alle schon mal gehört, das ist gar nichts Neues. Was mich so berührt an dem ist, dass ich merke, wir können nicht genug über das nachdenken. Und wir können nicht genug begreifen, was Jesus am Kreuz für uns hat gemacht, dass wir frei sind worden von dieser Schuld. Von dieser Schuld, wo wir null hatten eine Chance gehabt, Gott überhaupt zu genügen. Er hat uns befreit zu dieser Freiheit. Und es ist so wichtig, dass wir das heute Abend wieder einmal begreifen, aber nicht nur da oben, sondern dass es im Herzen begriffen wird. Und dass wir auch begreifen, wie so ein Leben von einem Menschen aussieht, der sich schuldlos fühlt. Wie ein Leben von einem Menschen aussieht, der sagt, ja, ich lebe nicht mehr in der Schuld. Nicht mehr in der Schuld leben heisst, ich lebe in der Freiheit. Weil dort, wo wir richtig anfangen zu leben, dort fängt die Freiheit für uns an. Amen. Weil Freiheit heisst eben nicht, also das ist nicht wie ein Freipass, oder? Das ist Jesus ans Kreuz und Halleluja, jetzt muss ich gar nichts mehr, jetzt kann ich einfach nur noch machen und am Schluss lenkt es mir in den Himmel. Nein. Frei sein heisst, ich bin frei, das zu tun, was Gott will. Denn das führt mich in die Freiheit und somit zum Leben. Ich bin frei, jetzt das zu tun, was Gott möchte. Jetzt kann ich. Weil das führt mich in die Freiheit. Das ist eigentlich mega paradox. Oder? Auf die eine Seite sind wir frei und auf die andere Seite sollten wir jetzt das tun, was Gott will. Aber das ist genau der Punkt. Er ist Freiheit für uns. Sein Wille für unser Leben ist Freiheit. Und das heisst nichts anderes für mich. Jetzt erzähle ich heute Abend ein Thema, frei sein von Schuld, das ich euch erzähle, was für mich ganz, ganz ein zentrales, wichtiges Thema ist. Und das ist, frei sein von Schuld heisst für mich, ich bin frei von meinen Sünden. Und das heisst nichts anderes, wenn ich jetzt frei bin, das zu tun, was Gott von mir will und das mich in die Freiheit führt, dann bin ich jetzt frei, ein Leben zu leben, ohne Schuld, ohne Sünde. Wir lesen das gerade mal miteinander im Galater 5,1, was heisst, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wie wir es vorhin gehört haben, zur Freiheit hat er uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Bleibt standhaft und lasst euch nicht mehr unter das Joch der Sklaverei zwingen. Es ist so wichtig, wir sind jetzt neue Menschen. Er hat uns befreit, wir legen ein neues Gewand an. Und darum tun wir uns nicht mehr unter das Joch von der Sklaverei, von der Sünde. Das heisst nichts anderes. Jesus hat am Kreuz die Sünde überwunden von unserem Leben. Darum sind wir jetzt Überwinder von unseren eigenen Sünden. Das heisst, wir sind jetzt standhaft. Wir sind Überwinder, das ist ein Akt, den wir tun. Wir können nicht echt zurücklegen und liegen und denken, oh, wunderbar, die Gnade, ich kann machen, was ich will. Nein, zu dem können wir näher kommen. Das ist Missbrauch von der Gnade. Nein, wir sind jetzt befreit, für dass wir jetzt standhaft sein können. Im Glauben habe ich ein schönes Bild mitgebracht, das ich liebe. Ein Bild vom Film Narnia, das wir letztens gerade als Familie geschaut haben. Und wir können uns so vorstellen, Jesus hat den Sieg gewonnen. Der Weg ist frei wieder zu ihm. Er läuft an unserer Seite, wie dann zumal im Paradies, wo Gott mit den Menschen ist durchs Paradies gelaufen. Er war mit ihnen zusammen gewesen. Und sie haben es geliebt, mit ihm Zeit zu verbringen. Sie haben es geliebt, ihm nahe zu sein. Und sie haben es geliebt, das zu tun, was der Vater von ihnen möchte. Und heute leben wir zwar in gefallener Schöpfung, aber Gott hat den Weg wieder frei gemacht, für dass wir jetzt mit unserem König an unserer Seite laufen, mit dem Löwen und wissen,
du hast überwunden, gell? Er sagt ja. Gell, und darum kann ich überwinden, ja. Aber es ist viel, viel schwieriger, wenn wir jetzt in einer gefallenen Schöpfung sind, leben, wo jemand das Böse nämlich versucht, uns zu dämpfen, damit wir nicht Überwinder werden von unserer Sünde. Und das heisst, weil Gott ist gestorben am Kreuz für uns, sind wir Überwinder. Und ich habe euch heute Abend einfach 4 Punkte mitgenommen, die für mich ganz, ganz praktische Punkte sind, wo ich einfach gemerkt habe, die haben mir geholfen, damit ich konnte, die Sachen in meinem Leben, die anstehen, einfach anzugehen. Die sind weder die einzige richtige, noch nur die einzige Wahrheit. Versteht mich richtig, aber es sind wichtige Sachen. Und ich bitte dich, dass du heute Abend dein Herz auftust, dass du deine Gedanken auftust und dass du das zulässt, was Jesus heute möchte in dein Herz reinreden. Und nicht wegen mir, sondern ich glaube, im Fall heute Abend kommt ganz, ganz viel Wahrheit als Licht, die extrem wichtig ist, dass wir sie wieder hören und Sachen in unserem Leben festmachen können, die uns so extrem hindern, weiterzukommen, die uns aber auf die andere Seite extrem freisetzen können, um weiterzukommen. Das Erste ist Missbrauch, nicht die Gnade. Ich habe es vorhin schon angetönt. Schaut, wir können nicht nur glauben. Wir können nicht nur glauben, Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich bist gestorben. Merci vielmals, dass ich jetzt frei bin von meinen Sünden. Das ist wunderbar. Und dann ein Leben weiterleben, wo wir die Sünde in unserem Leben nicht so ernst nehmen. Das ist Missbrauch von der Sünde. Das ist von der Gnade, Entschuldigung. Das ist Missbrauch von der Gnade. Glauben und Umkehren gehört zusammen. Immer in der Bibel. Ihr müsst das mal lesen. Jesus hat sogar in erster Linie die Leute aufgerührt. Kehret um! Das neue Reich ist da. Kehret um! Das Himmelreich ist nah. Und er hat gesagt, wenn ihr euch taufen lasst, dann stirbt euer altes Reich, es steht auf. Und das alte Leben, das Sündige, das war, das dich befleckt hat, das ist nicht mehr länger hängen als an deinem Leben. Das heisst, du bist ein neuer Mensch. Und darum, wenn ich ein neuer Mensch werde, dann fährt Gott in seiner wunderbaren Art, in dem der Heilige Geist in mir lebt, fährt er mir einfach die Sünden aufzeigen in meinem Leben. Ich fasse auf das Mal einfach sehen. Und das Wichtigste, was ich dann machen muss, ist, dass ich sie angehe und nicht ignoriere und denke, ja, also das ist jetzt wirklich nicht so eine, ja, das ist jetzt wirklich nicht so etwas Grosses. Ich meine, ich tue nicht Ehebrechen, ich meine, ich tue nicht stehlen, ich tue nicht sündigen. Also ja, ist das wirklich so krass? Vielleicht eine ganz kurze Geschichte, die Geschichte von dem reichen Jüngling, der zu Gott ist gekommen. Er zu Jesus ist gekommen, er hat gesagt, Herr, ich mache alles, alle deine Gebote, die ich halte. Und Jesus hat gesagt, okay, dann verlasse alles und folge mir nach. Und der Jüngling ist traurig weggelaufen, weil er das nicht konnte. Er hat zwar ein perfektes Leben auf Regeln aufgebaut und hat Gott somit gefallen, aber Jesus wirklich nachfolgen, war ihm ein zu hoher Preis gewesen. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht nur glauben, sondern dass wir auch umkehren. Das heisst, wenn wir Gnade heisst, dass alles, was ist, war, ist ausgelöscht worden, zu neuen Menschen sind wir geworden. Das ist Gnade von Jesus. Die Sünde hat uns getrennt von Gott und Gnade macht den Weg frei zu Gott. Sie erlöst mich von der Knechtschaft von der Sünde. Das ist das Geschenk. Und durch die Taufe distanzieren wir uns distanzieren von der Sünde und von der Macht von der Sünde in unserem Leben. Und sagen, nein, alles, was war in meinem Leben, es hat nicht mehr Anrecht, in meinem Leben zu sein. Ich glaube, dass Gott auch einen Unterschied macht zwischen bewusster und unbewusster Sünde. Ich glaube, sobald wir wissen, dass wir etwas haben in unserem Leben, das nicht okay ist, und wir es einfach ignorieren, dann machen wir uns komplett schuldig vor Gott, auch heute noch. Das ist Missbrauch von der Gnade. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube aber auch, dass wir manchmal Sünde noch haben, die wir noch nicht wissen. Und der Heilige Geist, wenn wir mit ihm leben, der Vater soll uns aufzeigen. Und er ist der hilft, überwindet zu werden von diesen Sachen. Das ist Missbrauch, nicht Sünde. Wir sollen nicht bewusst sündigen. Es ist so wichtig, dass es wirklich unser Ziel wird, wenn wir neue Menschen sind worden, dass wir nicht mehr fallen. Unser Ziel muss nicht sein, okay, Jesus, danke, dass du mir jetzt hilfst, dass wenn ich dann mal gehe und immer wieder gehe, dass du mir dann immer wieder aufhilfst. Gott ist gnädig. Das Krasse ist, dass er das macht, wenn dein Herz aufrichtig ihm dient. Aber eigentlich sollte es unser Ziel sein, nicht mehr zu fallen. Eigentlich sollte es unser Ziel sein, zu stehen. Das ist der Punkt Missbrauch, nicht Gnade. Der zweite Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist fürchte den Herrn. Und es klingt so, wow.
Das ist ein schwieriger Punkt zum Umsetzen, weil er so unfassbar ist, der Herr fürchten. Wir haben viel so das Gefühl, ja, wir sollen doch nicht Angst haben vor Gott. Und ihr müsst verstehen, Gott fürchten hat gar nichts mit dieser komischen Angst zu tun. Nein, sie ist komplett und unglaublich wichtig, dass wir sie begreifen, wie heilig das Gott ist. Er ist so etwas von unglaublich heilig. Und ich möchte nochmal zurückgehen zum Volk Israel in die Geschichte hinein. Wisst ihr, Gott hat den Israeliten Gesetze gegeben, dass sie sie erfüllen. Weil er gewusst, wenn sie sie nicht erfüllen, dann kann ich nicht unter ihnen leben. Weil ich bin ein Gott, der nicht in der Sünde leben kann. Und er hat ein Gesetz zum Beispiel gegeben, dass man am Sabbat nichts arbeiten soll, hat er dann den Israeliten gegeben. Und dann hat es einen Mann gegeben, der das nicht eingehalten hat. Und dann hat am Sabbat hat er Holz gesammelt. Oder wir denken, ja, so Herr, bist doch gnädig, please, Holz sammeln. Also, es gibt wirklich Schlimmeres, oder? Das Volk Israel ist zu Mose gegangen und hat gesagt, Mose, was soll man mit diesem Mann machen? Der tut am Sabbat, schafft er. Und der Mose hat Gott gefragt und Gott hat ihm gesagt, das ganze Volk soll ihn rausführen und alle sollen ihn steinigen. Und das ist nicht, weil Gott ein bisschen kleinlich ist oder ein bisschen picky oder ein bisschen krass. Er ist so heilig. Seine Heiligkeit hat das nicht zugelassen. Dass man seine Gebote missachtet. Wer hätte gewusst, wenn ein Mensch meine Gebote nicht missachtet, dann wird das ganze Volk müssen strafen dafür. Das bedeutet, dass sie sie werden müssen auslöschen. Die ganze Völker hat er ausgelöscht, die ihn haben missachtet, die ihn nicht haben geehrt. Weil er nicht anders hätte können. Gott ist ein unglaublich heiliger Gott. Und er war im Alten Testament und heute genau der gleiche heilige Gott. Er verdient komplette Ehrfurcht. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn ich lerne, Ehrfurcht in meinem Leben zu trainieren, dann mache ich auch nicht mehr einfach bewusst Zeug in meinem Leben, wo ich weiss, es ist nicht okay. Weil ich weiss, ich werde Rechenschaft ablegen vor einem Gott, der mich richtet, der mein Herz sieht. Es ist so schwierig, Ehrfurcht zu leben. Und ich kann euch ganz klein erzählen, wie ich das mache. Oder wie das für mich ist, wie das in meinem Herz ist gewachsen. Und zwar ganz einfach durch die Beziehung zu Jesus ist Ehrfurcht in meinem Herz gewachsen. Ich habe immer wieder gemerkt, dort, wo ich mich mit seinem Wort beschäftige, wo ich die Bibel anfange lesen, wo ich seine Stimme kennenlerne, wo ich Wunder mit ihm anfange erleben, wo ich Zeichen höre oder erlebe und wo er Gebet von mir erhört oder wo ich mit ihm Sachen erlebe, wo ich einfach merke, wer er ist und er sich mir anfange zu zeigen. Dort wachsen Sachen in meinem Herz, die ich aus mir heraus nie im Leben machen könnte. Und eines davon ist Ehrfurcht. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich auf diesen Weg machst. Die Ehrfurcht anfangen zu sehen vor dem Vater. Worship ist für mich so ein Punkt, wenn ich Gott anbete mit Musik. Ich für mich würde es mir nie erlauben, im Worship ihn nicht anzubeten. Mir zu sagen, weißt du, heute Gott. Erstmal tönt es ein bisschen komisch gerade heute. Und ja, es ist ein bisschen schwierig, hier reinzukommen in diese Musik. Und es geht mir gerade nicht so gut. Ich habe mich entschieden, den Moment, wo ich die Möglichkeit bekomme, Gott anzubeten, ich nehme ihn immer, weil Gott heilig ist, weil Gott ehrfürchtig ist. Er hat es so verdient, dass wir ihn ehren, dass wir immer wieder wegschauen von uns und sagen, du bist so etwas von gut, Vater. Wer bin ich schon, kleiner Mensch? Wer bin ich schon? Und das ist für mich auch so ein Punkt. Ehrfurcht vor Gott. Der nächste Punkt ist, hasse die Sünde. Eine krasse Aussage. Hassen sollte man eigentlich niemand. Aber die Sünde bin ich definitiv überzeugt, dürfen wir hassen wie best. Und das ist im Fall etwas, was mir so hat geholfen hat, dieser Moment von dieser Sünde. Die Sünde hassen. Weil wenn Gott heilig ist und wenn er sagt, dass er nicht mit der Sünde zusammenleben kann, dass das nicht geht, dann geht das auch heute nicht. Und dann heisst, wenn Gott Sünde verabscheut und komplett hasst, dann heisst das, dass wir als neue Menschen alles, was sündig ist, sollen anfangen hassen, sollen ausspucken, uns von dem sollen entfernen. Das heisst nicht, dass wir nicht mit Menschen sollen zusammen sein, die sündig sind. Nein, es gibt einen ganz grossen Unterschied da. Jesus ist immer mit Menschen zusammen gewesen, die sündig sind, aber er hat Menschen beeinflusst mit der Liebe. Und nicht sie haben ihn beeinflusst, für das er sündig ist worden. Und unser Auftrag heute ist genau der gleiche, dass wir Menschen, die mit Gott unterwegs sind, uns mit Menschen abgeben, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, aber wir beeinflussen sie. Amen. Wir zeigen ihnen die Liebe von Jesus und wir lassen nicht uns von ihnen
uns wieder reinziehen in die Sünde hinein. Uns wieder mitnehmen in die Sachen hinein, die wir uns eigentlich getrennt haben. Das ist der Unterschied. Und wenn dir Menschen nicht gut tun in deinem Leben, wenn du merkst, dass sie dich wegbringen von Jesus, dann sind das nicht gesunde Beziehungen für dein Leben. Und wir sollen Sachen hassen in unserem Leben. Alle Sünden, ob sie so gross sind oder noch so klein. Und mir hat das extrem geholfen. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die für mich, wo ich wirklich gestern hat mir gesagt, dass ich die heute bringen soll. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und ich habe heute Morgen gesagt, das mache ich nicht. Und dann hat Gott während der Predigt gesagt, Maria, jetzt musst du es sagen. Weil ich einfach weiss, dass sie viele von euch freisetzen wird. Und auch mich freisetzt. Und zwar hatte ich so etwas in meinem, oder habe ich so etwas in meinem Leben, wo ich schon seit Kind kämpfe, und das ist Lügen. Ich habe schon als Kind habe ich manchmal meinen Freundinnen in der Schule erzählt, dass wir daheim ein Pony haben und wir haben gar kein Pony gehabt. Ich kann euch nicht sagen, warum das so war, aber ich bin einfach aufgewachsen und bin ein Mädchen geworden, das sehr viel gelogen hat. Ich habe mich sehr gut verkaufen und sehr viele Notlügen angewendet. Und als ich älter geworden bin, war das immer noch ein Teil von meinem Leben und ich habe das angegangen. Aber ich merke immer noch heute, dass Sachen manchmal, vor allem speziell dann, wenn ich jemandem eine Geschichte erzähle, dass ich Sachen zum Beispiel dazu habe dichtet, die gar nicht gestimmt haben oder Sachen etwas anders erzählt, als sie waren. Und dann hat Jesus das mir einfach aufgezeigt und hat gesagt, schau, auch die kleine Sünde, Maria, die sieht kein Mensch, gar niemand. Die wird nie jemand erfahren. Also meinem Mann habe ich gesagt, ich habe mir anfangen, wenn ich ihm etwas erzählt habe und nicht richtig war. Ich habe gesagt, stopp, sorry, jetzt habe ich gesagt, ich muss das nochmal erzählen, das ist nicht richtig. Einfach so, ich habe gemerkt, es fällt an, indem ich es ihm sage, dass es nicht okay ist. Hat er es einfach aufzeigen in meinem Leben und ich konnte sagen, dass ich das angehe. Und ich habe einfach gesagt, und Logi, du hast nicht mehr länger Anrecht in meinem Leben zu sein. Verschwinde im Namen von Jesus Christus. Ich hasse dich, Logi. Und Satan, du hast kein Anrecht, mich dort zu linken. Weil ich weiss, dass diese kleine Sünde, sie ist klein, oder? Aber für Gott ist sie eben gleich gross. Dass sie mich hindert, in meine volle Identität als Mensch, als Frau Maria reinzustehen. Dass ich nicht weiterkomme. Und ich habe gemerkt, wie Gott fängt auf etwas zu verändern in meinem Leben. Und das hat mich so freigesetzt. Und ich merke, dass es schon viel, viel besser ist heute. Immer noch nicht ganz gut, aber das macht auch nichts. Ich merke, dass er mit mir einen Prozess geht, dort zu der Heilung her. Und darum, es ist so wichtig, dass Lügen, Eifersucht, Wut, Egoismus, Geiz, Selbstsucht, Hinterlistigkeit, Fluchen, das sind alles so kleine Sachen, wo wir manchmal so denken, ach komm, also sorry, also, so mega heilig müssen wir ja auch nicht sein. Come on, wisst ihr, das ist genau der Punkt. Das ist im Fall genau der Punkt, mal, wir sollen heilig sein, nicht wegen uns, wegen unserem Gott im Himmel. Wir uns mehr geben wollen. Und dann sind wir erstaunt, wenn wir kein Wunder sehen, wenn wir nichts im Leben mit Jesus. Ja, er will uns noch mehr geben, aber er möchte auch von uns aus. Er möchte auch von uns aus, er möchte kompromisslose Leben, die an sich arbeiten. Das heisst nicht, dass wir perfekt sein müssen. Wir sind Welten entfernt vom Perfektsein. Gott sei Dank. Wir dürfen auch wieder fallen und wieder aufstehen. Das ist das Wunderbare, das ist Gnade über unserem Leben. Aber unser Bestreben, sagen, alles, was mir aufgezeigt wird, in meinem Herzen, in meinem dunklen Kämmerchen, das niemand sieht, ich möchte es angehen und ich möchte es ans Licht bringen. Darum ist es so wichtig, dass wir von Anfang an die Sünde hassen und auch die Sünde in unserem Leben, die gut aussieht. Die meisten Sünden in unserem Leben, die mit Egoismus zu tun haben, die tun gut. Ja, die nähren uns, die geben uns etwas. Aber meistens sind die Sachen die, die uns wegbringen von Jesus, die uns trennen von ihm. Wie wir in diesem Song singen, wenn unser Ego darf sterben oder darf kleiner werden, dann kann er grösser werden. Und das ist echt die Wahrheit. Und darum sind auch Sachen, die schön aussehen, wo wir manchmal denken, ja Gott, das kannst doch du gar nicht schlecht finden. Schau mal, wie gut dass es allen dient und so, mega krass. Aber du wirst es merken, mit Jesus unterwegs ist. Ich bin sicher, dass er zu dir redet. Das heißt, ich möchte frei machen dort. Der einzige Weg, um die Sünde zu überwinden, ist im Fall der, dass du im Licht lebst. Das heisst, dass du die Sünde offenbarst, dass du sie erzählst, dass du jemandem anvertraust. Das ist der erste Schritt, dass du kannst frei werden und überwinder werden von der Sünde. Weil dann klaust du dieser Schlange, klaust du den Stachel, wenn du es offenbarst. Und um Menschen, die frei sind, sind Menschen, die im Licht leben. Darum hasse die Sünde wie die Pest. Und Nummer 5,
Der vierte Punkt, der letzte Punkt, ist, bleib nicht mehr in der Sklaverei leben. Dieser Punkt ist vor allem für alle die wichtig, die versagt haben. Das sind ja nur zwei, drei unter uns. Nein. Das sind wir alle versagt. Was wären wir ohne die Gnade? Was wären wir? Wir haben versagt, aber... Und wir sind umgekehrt. Und wenn du hier drin bist und noch nicht umgekehrt bist, gell, es ist nicht spät, du darfst heute Abend umkehren und dein Leben in Ordnung tun. Wenn du Jesus noch nicht kennst, er sucht dich. Es ist nie zu spät, für ihn zu finden. Aber was wir müssen begreifen ist, wenn Jesus uns hat frei gemacht hat, dann sind wir wirklich frei. Wenn unsere Schuld vergeben ist von früher, dann ist sie vergeben. Wenn alles, was war in meinem Leben, sei es noch gestern, wenn ich es bekennt am Kreuz und sage, ich will vorwärts gehen, dann ist es vergeben. Und Gott sagt sogar, ich habe es vergessen. Und das müssen wir als erstes begreifen, wenn wir wirklich frei werden von all diesen Sachen. Wenn wir die anderen Punkte anfangen zu leben, dann müssen wir vor allem begreifen, dass wir nicht mehr länger Knechte sind von der Sünde. Wir sind nicht mehr länger unter dieser Knechtschaft von der Sünde. Warum laufen wir so viel geschlagen durch die Welt? Wie Hündchen kriechen wir dieser Welt entlang? Und hängen uns immer fast wieder auf an unseren eigenen Fehlern. Gott hat bezahlt, für das wir frei sein können. Und du musst sehen, dass du musst merken, dass du Überwinder wirst. Und ich sage dir eins, wenn du dich immer als Opfer fühlst und als schuldiger Mensch und nicht kannst annehmen, erstens mal dir selber nicht kannst vergeben für das, was du hast gemacht und nicht kannst vergeben, dass Gott nicht kannst annehmen, dass Gott dir hat vergeben, dann wirst du nie frei werden von deinen Sünden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Habt ihr den verstanden? Wenn wir uns als Sünder sehen immer, dann werden wir nicht frei von der Sünde. Weil die Schlange hat viel Macht über unserem Leben. Satan hat viel Macht über unserem Leben. Wenn wir denken, dass das nicht reicht, was Gott hat gemacht für uns. Dann hat das Einfluss auf unser Leben. Du wirst straucheln und straucheln und straucheln und straucheln und straucheln und schwimmen. Und vermutlich wird es bergab gehen, mit dir vielleicht noch viel mehr. Ich habe eine Person in meinem Umfeld, in meinem Verwandtenkreis, die ganz viel Seich hat gemacht in seinem Leben. Und er steht heute an einem Ort in seinem Leben, wo er nicht mal sich selber mehr vergeben kann. Wie soll er denn annehmen, dass Jesus ihm hat vergeben? Und krass ist, er kommt gar nicht raus aus dem raus. Er ist so beladen und so gefangen in dieser Sklaverei. Aber wenn er einfach sieht, dass Jesus ihn frei machen will, dort fängt frei bei Freiheit an. Und er kann einfach kämpfen gegen diese Sache. Und ich bete für das, dass das passieren in seinem Leben. Und darum, wir sind nicht mehr länger Sünden, wir sind nicht mehr länger Kinder von der Sklaverei. Gott hat uns befreit. Es ist nie zu spät. Aber es ist nie unser Ziel, die Gnade zu missbrauchen. Nein, es ist nie unser Ziel. Wir gehen vorwärts. Wir stehen auf und sagen, Jesus, ja, ich arbeite an mir. Es ist unser Ziel, dass wir Ehrfurcht bekommen von unserem Gott im Himmel, dass wir ihn von Anfang sehen, dass er gross werden darf in unserem Leben. Und dass wir nur schon wegen dem Sachen in unserem Leben hatten, die wir genau wissen, ich muss es verantworten von einem Gott im Himmel, der so etwas von heilig ist. Und wir für das einfach hassen in unserem Leben, das Gott hasst. Wir fangen einfach ausspucken und sagen, und du hast nicht mehr länger Anrecht in meinem Leben. Ich hasse das, was nicht gut ist, was mich von Jesus trennt. Und dann kann ich das reinstehen, dass ich frei bin von aller Schuld. Das ist die wunderbare Botschaft. Heute Abend, wir sind frei von der Schuld. Gott vergibt uns alles und sei es noch so gross. Und wir müssen das im Fall auch glauben, damit wir uns selber vergeben können. Und einfach als kleine Zusammenfassung nochmal, möchte ich euch nochmal erzählen, ich habe Gnade von Gott habe ich missbraucht, indem dass ich einen Fehler in meinem Leben immer wieder gemacht habe und nicht so wichtig habe genommen. Und habe ich gedacht, ja, durch das habe ich es natürlich immer wieder gemacht. Logisch. Das ist ganz klar. Wenn wir etwas nicht ernst nehmen und nicht wichtig nehmen, dann wird es uns immer noch mehr runterziehen. Und dann aber ist meine Ehrfurcht dürfen anfangen wachsen. Und durch das hat Gott mir Sachen können aufzeigen in meinem Leben. Dass er gesagt hat, du kannst mit meiner Gnade nicht spielen. Und dann habe ich mich entschieden, dass das in meinem Leben, dass das nicht mehr länger Anrecht hat an mir. Dass ich es brechen will und dass ich es anfangen hassen. Und heute weiss ich, dass auch wenn ich das Problem noch nicht ganz überwunden habe, dass ich überwinde sie im Namen von Jesus. Und in der Freiheit leben darf. Als schuldlose Frau.
Und du als schuldloser Mann. Amen. Ist nicht wunderbar? Ja? Schau, ich glaube, dass heute Abend hier Leute drin sind, die immer noch in Sünden leben, und zwar euch bewusster sind. Die auf dieser Gratwanderung laufen. Die für sich selber das Evangelium vielleicht haben zusammengestifelt, wo sie denken, es steht ja nie so genau. Aber weißt, wenn du es nicht ganz genau weißt in der Bibel, dann gibt es immer noch Gott, den du kannst fragen. Er ist ehrlich. Er ist ehrlich. Und wir können ihn hören oder hören. Aber er ist ehrlich. Und Gott möchte dich heute freisetzen. Er hat noch mehr vor mit deinem Leben. Und er möchte, dass du frei wirst. Dass du heute aufstehst und die Sünde in deinem Leben gehatten, heute Abend. Und sie offenlegen. Und es wird ein Gebetsteam hinten sein nachher. Und auch wir werden am Schluss von der Celebration da vorne sein. Und es ist im Fall befreiend, wenn du es jemandem kannst erzählen. Ganz ehrlich, das ist wirklich die Hose runterlassen, ich weiss. Aber es ist so befreiend, weil die Sünde ans Licht kommt und Gott etwas viel Größeres daraus machen kann, als wir uns nur vorstellen können. Und ich möchte dich ermutigen, nimm das in Anspruch. Und dann bist du aber auch da, wo hast du viele Sachen in deinem Leben gemacht und dir selber nicht kannst vergeben. Du hast so schwer, so Mühe damit, das zu glauben, dass Gnade über deinem Leben wirklich steht. Und hast Mühe, das anzunehmen, dass Jesus hat zahlt. Und fühlst dich immer noch durch das in dieser Knechtschaft. Du hast so Mühe, deine Sünden zu überwinden, obwohl du eigentlich willst und weisst nicht wie. Und auch du, komm, heute kann beten, ich bitte dich. Und ich möchte dir zusprechen, dass du frei bist. Ich möchte dich heute rausschicken mit dem Gefühl von Gott nimmt dir das Joch von der Schulter, du bist befreit. Er hilft dir, ein Verwinder zu werden. Er hat es gezahlt, dass du es sein kannst. Amen. Und dann glaube ich auch, dass es Leute da innen hat, die einfach einen Hunger haben nach mehr. Die Salbung haben. Die Gott möchte brauchen. Und Gott wird heute Abend zu deinem Herz reden. Er wird dir heute Abend Sachen zeigen, wo du musst angehen, wo du darfst angehen. Damit wir diesen Bund wirklich erneuern mit unserem Jesus im Himmel. Damit wir diesen Bund wirklich angehen mit ihm. Es wird auch das Abendmahl stattfinden, wo du einfach den Kelch, du es doch heute Abend wirklich mal so bewusst in dem Bewusstsein nehmen, dass du das Gläschen nimmst und in diesem Bewusstsein, ich danke dir, Jesus, für den Bund, den du hast geschlossen hast, den ich heute reinstehe. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir diesen Song werden singen. There is power in the name of Jesus to break every chain. To break every chain. Er möchte heute Abend Sachen brechen. Tu dein Herz auf. Und dann werden wir eine Zeit haben, wo es nur Musik gibt, wo du einfach kannst hören, wo einfach kannst sein, zum Gebet kannst gehen und zum Abendmahl kannst gehen. Lass einfach geschehen, was Gott heute an deinem Herz möchte tun. Band, ihr könnt einfach spielen. Oh Jesus, wie gut bist du. Du bist befreiend. Aber du bist auch wahr. Und die Wahrheit ist manchmal so hart und so krass. Aber sie macht uns frei. Oh, sie macht uns frei. Oh, Halleluja, sie macht uns frei. Und wenn wir eins wollen, wollen wir in Freiheit sein, Jesus. Wir wollen nicht mehr länger Sklave sein von der Sünde. Und ich sage dir, Sünde, du hast keine Macht an unserem Leben. Ich sage dir, Sünde, du hast keine Macht am Leben von einem Menschen, der Jesus gehört. Und Schuldgefühl, ich sage dir, du hast keine Macht am Leben, das Jesus gehört. Satan, du hast keine Macht über unserem Leben. Ich danke dir, Vater, dass du heute Abend wirst freisetzen. Dass du heute Abend erneuern und aufrütteln und aufzeigen, was aufgezeigt wird in deiner wunderbaren, gnädigen Art, Heiliger Geist. Du bist so souverän und so liebend. Habe keine Angst, der Heilige Geist wird dich nie verletzen. Er wird dich an deinem Herz berühren, dass es befreiend ist. Er ist so ein guter Gott. Und wirke jetzt in diesem Moment. Ich bete dafür und ich hoffe, dass Gott dich in diesem Moment irgendwo persönlich berührt hat. Bleib mit dieser persönlichen Berührung nicht einfach alleine, sondern komm zu unserer Celebration. Du kannst schauen, wenn sie stattfindet, auf unserer Webseite www.eisjostichbern.ch. Ich würde mich freuen, dich persönlich am Welcome Point zu begrüßen.